Hallo, hallo, liebe Womo-Freunde. Wir sind heute unterwegs mit dem Fahrrad und wollen unsere kleine Bodenseereihe etwas dazufügen, oder? die noch kleine Bodenseereihe. Also wir haben noch einige Städtchen vor, die wir anschauen wollen. Und jetzt kommt die zweite Location und das ist die. Insel Reichenau. Genau, und da fahren wir nicht mit dem Wohnmobil hin, was ihr natürlich gerne machen könnt, denn es gibt dort viele Wohnmobilstellmöglichkeiten, die wir euch auch zeigen wollen. Wir fahren mit dem Fahrrad hin und da haben wir gleich die zweite Neuerung, was auch schon eine Fortsetzung ist, nämlich. Mit dem Fahrradnavi. Genau, wir haben uns, also ihr könnt euch ja unseren ersten Teil noch erinnern. Ich blende das da oben mal ein. Oder ist Da, da? ja, Da, ich da glaube ist. da, Da ist es, ja. ja. Ich blende es da oben ein. Und wir haben sehr viele Hinweise von euch bekommen, wie wir gut navigieren können. Wir haben einiges ausprobiert und wir haben uns für eine Doppellösung entschieden. Ja? Ja. Das heißt, jetzt muss ich mal das Ganze übernehmen. Wir nehmen die App von Komoot und für unseren Bosch haben wir das Nion gekauft. So sieht also dieses Nion aus. Und wir sind jetzt wie folgt vorgegangen. Wir haben, das heißt ich, ja, habe eine Route mit dem Fahrrad über Komoot programmiert oder eingegeben, habe dann daraus eine GPX-Datei geformt und habe diese GPX-Datei auf das Nion übertragen. Und jetzt habe ich dann eingeschrieben, folge dieser Route. Und das machen wir jetzt schon ein paar Kilometer. Der Weg ist etwas anders. Also wir haben auch den Tipp beherzigt, als Fahrrad Mountainbike einzugeben. Es stimmt also tatsächlich, wir werden von der Straße etwas abgehalten und fahren dafür mehr auf Rad- und Schotterwegen, wie jetzt auch hier. Diese Wege sind uns auch sehr geläufig und die fahren wir auch sehr gerne. Und ja, bis jetzt läuft es ganz gut. Wir würden zwar anders zur Reichenau fahren, aber der Weg ist auch okay. Ja, obwohl er hat uns jetzt schon zweimal irgendwo hingeschickt und wieder und dann musste man wieder umdrehen. Und ich meine, wir wussten ja, den kenne ja den Weg. Es ist ja eigentlich unser Heimatgebiet hier. Sind wir also schon öfters gefahren und aber wir sind jetzt einfach der Navi nachgefahren und durften auch wieder zurückfahren. Also, dass wir wieder umdrehen mussten, das war mein Fehler. Ah, das hast du nicht gesagt. Das hatte sich die Navi. Ich muss die Navi erst kennenlernen, habe ich gesagt. Ja, so kann man es natürlich jetzt auch sagen. Also nehme ich meinen negativen Kommentar jetzt auf jeden Fall wieder zurück. Genau, machen wir später dann am Ende der Tour. Ja, das war halt mein erster Eindruck, dass ich jetzt da zwei, dreimal falsch gefahren bin. Also es gibt heute noch ein bisschen Geschichte, es gibt ein bisschen Bodensee und es gibt ein bisschen Technik mit der Navigation. Ja, und Stellplatz auf der Reichenau. Und Stellplatz gibt es auch noch. Ich hoffe, ihr bleibt jetzt dabei. Wir Ja. fahren weiter und berichten euch. Zumal das ja so wunderschönes Wetter heute ist. Herrlich. Ja, es ist nicht zu heiß, es ist nicht zu kalt. Eigentlich das perfekte Fahrradwetter. Ja, und deswegen fahren wir jetzt wieder. Ja, genau. So, also hier wollten wir ja eigentlich nicht her. Es ist Nein. zwar wunderschön mit einem wunderschönen Ausblick, die Ja. Riesenbergkapelle, Ja. aber es ist auch kein Touristenziel, weil die wenigsten finden das. Ja, es ist Ja. ja nur, also was heißt nur, es ist halt eine Erinnerungsstätte für die Gefallenen des Ja. Ersten und Zweiten Weltkriegs. Und ja, kommen eigentlich kaum Touristen dann hin. Der Weg ist sehr beschwerlich und es ist eigentlich auch nicht der Weg zur Insel Reichenau. Das Nein, muss das man ist ganz deutlich sagen. ein Ob, Mountainbike-Weg. ja, wahrscheinlich ist die Einstellung Mountainbike vielleicht doch auch wieder nicht hundertprozentig das Richtige. Also das müssen wir jetzt noch Wir probieren es austesten. aus, wir fahren jetzt auf jeden Fall weiter. Nein, das genießen wir erst noch den Blick, weil wenn ihr da schaut, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera erkennt, die Hügelkette da hinten, das ist alles die Schweiz. Das Also, erkennt man jetzt auf der Kamera nicht, muss nein, ich. aber vielleicht sieht man da ein bisschen so schemenhaft Ja, ich bin ja so da mit der einen anderen Ber Kamera schon einen drüber, ja. Bergrücken, okay, einen Bergrücken.
Dann kann man das ja dann vielleicht noch einblenden oder so. Auf jeden Fall, hier hat man einen schönen Blick in die Schweiz. Hm? Genau, und wir fahren weiter. Wir wollen ja einen Blick in die Reich, auf die Reichenau. Auf Reichenau. Die Reichenau, ja. Die wollen wir ja noch umrunden. Ja, genau. Also, los geht's. Also, die Route ist zwar ganz schön für Mountainbike, aber für Tourenrad eher weniger geeignet. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das doch nicht so gute Idee war, hier als Routenfahrrad Mountainbike einzustellen. Warten wir mal, wenn die Ursi kommt, was die dazu sagt. Also, ich würde sagen, also das ist wohl definitiv kein Fahrradweg für uns. Also für Mountainbiker wahrscheinlich super. Okay, ich kannte den Weg jetzt überhaupt nicht. Ja, bin ja auch kein Mountainbiker. Aber im Wald ist natürlich schön, aber nicht richtig für uns. Also, ich bin von der Navi eigentlich jetzt ganz begeistert. Es zeigt mir auch an, wie schnell ich fahre. Es zeigt mir auch an, was ich für eine Unterstützung gewählt habe. Es zeigt die Uhrzeit an und dann natürlich die Navigation. Läuft eigentlich gut. Die Navi wollte mich jetzt noch zweimal in den Wald hineinlotsen. Ja, das hast du gerade mitgekriegt. Ich bin einfach stur weitergefahren und da hat sie sich den neuen Weg gesucht, obwohl die Route ja eingestellt ist. Also muss ich schon sagen, das hat jetzt gut geklappt. Dass man ein Mountainbike einstellt, das kann ich jetzt in einer fremden Umgebung nicht unbedingt empfehlen, wenn man kein Mountainbike fährt. Ja. Da sind wir jetzt an der Burg Schopflen. Das ist eine ehemalige Wasserburg. Und wenn ihr mal zur Reichenau kommt, raten wir euch auch, da mal hinzugehen. Da kann man reingehen in die Burg Schopflen und da hat man eine wunderschöne Aussicht über das Wolmerdinger Ried. Wolmerdinger Ried ist das größte Naturschutzgebiet, was wir am Bodensee haben. Okay. Ja, aber hier ist so viel Autoverkehr, ich weiß nicht, ob man das hört. Mikrofon fällt jetzt raus. Ah, okay, alles klar. So, hier hat man einen Blick in den Gnadensee und dann schon zur Insel Reichenau. Und da stehen wir jetzt beim Wanderbischof Gurmin, der die Abtei Reichenau gegründet hat, also für die Besiedlung der Insel Reichenau gesorgt hat. Und der Volksmund sagt, der Bischof Gurmin betrat die Insel und alle Schlangen haben die Inseln verlassen. Wir Konstanz haben noch eine Ergänzung, die ist etwas bösartig und deswegen vergreife ich sie mir. Also beim Gurmin beginnt offiziell die Insel Reichenau. Die Insel wird verbunden durch einen Damm und das ist eine deutsche Alleenstraße. Richtig. Die Insel Reichenau ist zudem auch noch Weltkulturerbe, UNESCO-Weltkulturerbe, so ist es ganz genau. Genau. Es ist wunderschön. Ja, und zu den Schlangen, die Insel verlassen ist, noch zu sagen, da gibt es auch ein Gnadenbild in Münster. Und da halten wir schnell an und dann machen wir ein Foto davon und dann tun wir euch das auch noch zeigen. Ja. Das ist nämlich interessant, es sind ja nicht nur die Schlangen, die fluchtartig die Insel verlassen haben, sondern tagelang ist das ganze Ungeziefer, fluchtartig hat das ganze Ungeziefer die Insel verlassen. So heißt's. Wenn die Ursi das sagt? Ja, ich kenne mich auch ein bisschen aus. Gut. Also, weiter beim Fischerriebel. Und da ist jetzt völlig ein... Natürlich ein Fellchenbrötchen. Ich hoffe, dass er Fellchen hat, ansonsten gibt es eine Zuchtforelle. Ja, müssen wir alle. Ich hoffe, er hat welche. Er war fleißig heute Nacht und hat viele Fellchen aus dem See geholt. Also, wir probieren es und zeigen es euch. Aber essen tun wir es alleine. Ja, mit Genuss. So, also auch wenn es ein bisschen fischbudenmäßig hier aussieht, das ist keine Fischbude oder keine Imbissbude, sondern das ist ein Fischrestaurant, Selbstbedienung mit gutem Bodenseefisch. Und Fischbrötchen vom Bodenseefisch gibt es heute nicht, nur Zuchtforelle. Und deswegen haben wir uns jetzt reingesetzt und essen ein Bodenseefällchenfilet. Und das ist bestimmt lecker. Mit Sicherheit, denn das ist vom Fischer Riebel. Und der hat ein gutes Fällchenfilet. Also wenn ihr ein Fällchenfilet, das ist der Hauptfisch am Bodensee, kennt ihr vielleicht unter dem Namen Renke,
wenn ihr diesen Fisch hier essen wollt und es steht Fälchenfilet Müllerin Art oder es steht Fälchenfilet Konstanzer Art drinnen, dann kommt der Fisch überall her, aus Italien, aus Russland, aus sogar Vietnam habe ich schon gehört, ich weiß es nicht, Kanada auf jeden Fall, aber nicht vom Bodensee. Wenn ihr einen Fisch vom Bodensee essen wollt, dann müsst ihr wohin gehen, wo es auch Bodenseefisch gibt, wie zum Beispiel hier beim Fischer Riebel. Und da steht dann auch immer dabei Bodensee-Fälchenfilet oder Fälchenfilet aus dem Bodensee. Nur dann ist gewährleistet, dass es auch ein Bodenseefisch ist. Stimmt's, Ossi? Ja. Also Bodensee gut. Muss auf jeden Fall dabei stehen. Ja, und nicht Bodenseeart, sondern Bodensee. Ja, genau. Also, guten Appetit beim Bodenseefisch. Ja. So, hier stehen wir am Balafried Straborweg und ihr seht selbst ab von 842 bis 849. Also, und der Balafried Strabo hat also die Kultivierung der Pflanzen in Deutschland erfunden und das erste Mal dokumentiert. Das war Anfang des 9. Jahrhunderts schon. Und er hat es in einem Buch festgehalten und dieses Buch hat er Hortulus genannt. Und deswegen nennt man den Kräutergarten auf der Insel Reichenau heute immer noch Hortulus. Viele Botaniker und viele Gartenfreunde kommen extra auf die Reichenau, um hier an der Wiege praktisch des Gartenbaus einmal so, zu stehen. Also das ist der Kräutergarten. Heute natürlich nicht mehr so spektakulär, wie er sicherlich Anfang des 9. Jahrhunderts gewesen ist. Ich bin kein Kräutergarte. Im frühen Mittelalter waren hier alle Kaiser und Könige, um von der Weisheit und dem Wissen der Mönche und der Äbte zu profitieren. Nicht umsonst wurde auch die moderne Zeitrechnung hier erfunden von Hermann den Lahmen, der hat diese moderne Zeitrechnung vor Christus und nach Christus erfunden. Also hier im Reichenauer Münster, hinter dem Gitter ist die Schatzkammer und da liegen die Originalreliquien. Es sind mehrere, die zwei berühmtesten. Das ist die Heiligblutreliquie und die Markusreliquie. Die Heiligblutreliquie ist angeblich Blut, was aus dem Leib Jesu getropft ist und das ein römischer Soldat aufgefangen hat. Diese Reliquie wurde dann von mächtigen Herren übernommen und in drei Teile geteilt. Ein Teil liegt hier in der Reichenau, in der Schatzkammer, ein Teil in Weingarten, in der Basilika Weingarten. Da findet auch jedes Jahr der Blutritt statt. Das ist die größte Reiterprozession Deutschlands. Und ein weiterer Teil ist verschollen, zumindest nach meinen Erkenntnissen. Hier haben wir auch noch eine Reliquie. Das ist die Markusreliquie oder eine Reliquie in Schrein. Allerdings ist hier nur eine Kopie abgelegt. Die Original-Markusreliquie liegt in der Schatzkammer von der Reichenau, vom Münster der Reichenau. So, das ist das Gnadenbild, von dem ich gesprochen habe. Der Pirmin betritt die Insel und die Schlangen flüchten von der Insel. So, Parkplätze gibt es genügend auf der Reichenau. Vor jeder Kirche gibt es einen Parkplatz für Busse und für PKWs. Für Wohnmobile verboten, steht aber nirgends. Allerdings gibt es keinen Parktarif dafür. Soll das heißen, dass Wohnmobile umsonst sind? So, wir stehen jetzt hier am Parkplatz in Niederzell. Direkt mit Sichtweite auf die Kirche Peter und Paul. Und hier können Wohnmobile gut stehen. Es gibt auch nirgends ein Verbotsschild für Wohnmobile. Gibt aber allerdings auch keinen Strom, keine Entsorgung, nichts. Und es kostet für 9 Stunden 3,50 Euro. So, direkt am westlichen Ende von der Insel Reichenau ist der Campingplatz Sandseele. Dann ist die Ussi da und neben der Ussi ist dann der Stellplatz für Wohnmobile. Keine Seesicht, nichts, Seenähe, jawohl. Vermutlich darf man auch den Seezugang nutzen auf dem Campingplatz.
Hier zu stehen ist nicht sonderlich günstig. Es kostet 12 Euro die Nacht. Eine Holiday Clean Anlage steht zur Verfügung. Und die Einrichtungen des Campingplatzes darf man nur gegen eine zusätzliche Gebühr benutzen. Außerdem ist der Platz nicht sonderlich einladend. Der schönste hier ist die Ursi. Ja. Und dass ich es nicht vergesse, sondern zur Vollständigkeit, Stromsäulen sind auch da. Aber ich gehe mal streng davon aus, dass die nicht im Preis enthalten sind. Aber ich schaue mal nach. So, und da sind wir jetzt an der Schiffsanlegestelle. Hier sind die Hügel vom Thurgau. Und da haben wir das Schloss Arenenberg. Da fahren wir vielleicht einmal rüber und werden euch die schöne Strecke da Richtung Konstanz mal zeigen. Mit der Solarfähre kann man hier ganz normal übersetzen. Ist extra für Fahrräder eingerichtet. So, wir sind am Ziel an der Hochfahrt angelangt und die Navi hat sehr gute Dienste getan. So, wir stehen jetzt hier auf der Hochfahrt. Das ist die höchste Erhebung von der Reichenau und von hier hat man einen fantastischen Blick. Ich zeige euch das jetzt mal. Von hier aus hat man einen Blick auf das andere Ufer, das ist die Schweiz. So, hier sieht man das Münster der Insel Reichenau. Und im Hintergrund auf der anderen Seeseite, das ist die Ortschaft Allensbach. Und die Ortschaft bei Münster, das ist Mittelzell. Niederzell, wo wir gerade gewesen sind, mit der Säulenbasilika, das seht ihr hier. Und der Campingplatz Sandseele ist noch etwas weiter links. Und zwar ungefähr hier hinter den Bäumen, kann man ihn jetzt nicht sehen. Das, was hier im Hintergrund ist, das sind die Hegau-Hügel, erloschene Vulkane. Und da ist auch der Hohentwiel und Singen. Radolfzell ist wieder etwas rechts. Da ist Radolfzell. Und die Halbinsel Höri, das ist diese Erhebung hier. Und da seht ihr, wie der Rhein Richtung Rheinfall abfließt. Und hier mit Blick auf den Konstanzer Münster ist die eingestellte Route zu Ende und wir fahren jetzt zurück. Die Navi hat sehr gute Dienste geleistet. Der Vorteil war, dass wir von der Route oft abgewichen sind, schon allein deswegen, weil wir auf Mountainbike eingestellt hatten und die Navi hat sofort die kürzeste Strecke wieder auf die Route gesucht. Und auch sofort akzeptiert. Jetzt haben wir eingestellt, bringen uns nach Hause. Das heißt, man stellt einfach einen Ort ein, bevor man losfährt und dann sagt man, bringen uns nach Hause. Und dann hat man die Option zwischen schnell, schön und Mountainbike. Wir haben jetzt schön gewählt, das ist 100 Meter mehr. Und da wollen wir mal schauen, wie sie uns jetzt nach Hause bringt. So, und hier haben wir die berühmte Kirche St. Georg, die man auf jeden Reiseführer sieht, wenn man etwas zur Insel Reichenau recherchiert. So, wir stehen jetzt hier am Portal von St. Georg. Hinein darf man nicht, denn ab dem 1. April bis zum 30. September sperrt das Denkmalschutzamt Stuttgart die Kirche vor Besuchern. Man darf nur rein auf Anmeldung bei der Touristinfo Reichenau oder wenn man fest gebucht hat mit einer Busgruppe und die Tage sind alle ausgebucht. Dann ab 1. Oktober bis 30. März darf man dann jeder rein. Aber wir haben ihn jetzt Sommer und deswegen können wir nicht rein. Die alten Fresken, das sind die ältesten Fresken, die es am Bodensee gibt. Und die zeigen die 8 Wunder Jesu. Das wird euch vielleicht nicht so sonderlich interessieren. Das ist die Ossi. Und das schönste Fresko, das möchten wir euch jetzt erklären. Wir blenden es auch ein. Das ist, das geht auf keine Kuhhaut. Ihr kennt sicherlich den Spruch, es geht auf keine Kuhhaut. Und da ist ein Fresko neben dem
Predigt. Neben der Kanzel. Neben der Predigtkanzel vom Pfarrer. Da ist eine Kuhhaut, weil im Mittelalter hat man ja auf der Kuhhaut geschrieben. Da sind vier Teufelchen an der Kuhhaut, in jede Richtung. Ein Teufelchen sitzt auf der Kuhhaut drauf und zuckt mit der Schulter, das kann man erkennen, weil nichts mehr auf die Kuhhaut passt. Darüber stehen, also an der Kuhhaut stehen zwei Damen, die sich unterhalten. Und das Ganze soll heißen, das geht auf keine Kuhhaut. Warum? Erzähl's nur. Sag's doch du. Nee, weil der Pfarrer so viel labert. Nein, das Geschwätz der dummen Weiber. Also ist nicht von mir, ja, ist original Mittelalter. Und man hat das Ganze im Mittelalter wohl deswegen an die Kanzel des Pfarrers angebracht, damit er bei seinen Predigten sich kurz fasst und nicht in dummes Weibergeschwätz verfällt. Und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht in dummes Männergeschwätz verfall. Genau. Und werde somit das Ganze jetzt beenden. Jawohl. Zur Navi wollen wir eins sagen. Wir finden sie super, oder? Oh, keine Ahnung, du bist der Nachfahrer. Ich bin dir ja immerhin danach gehechelt. Also das mit den Mountainbike-Touren, das ist eigentlich schon eine ganz gute Tour. Aber da muss man auch eine ganz gute Idee. Aber da muss man dann auch gefasst sein, dass man da über Stock und Stein getrieben wird. Und das wollen wir nicht, das werden wir jetzt anderweitig uns überlegen. Man kann ja die Touren bei Komoot auch etwas individualisieren. Und genau das werden wir jetzt ausprobieren. Grundsätzlich sind wir mit der Navigationssoftware von Komoot und mit dem Nion, was wir uns gekauft haben von Bosch, sehr zufrieden. Oder Ossi? Oh, wenn du das sagst, keine Ahnung, ich habe das ja jetzt nicht verfolgen können. Natürlich. Du hast ja auf deinem Fahrrad drauf und bin dir halt nachgefahren. Nur mit der Einschränkung, dass wir jetzt gut nach Hause kommen. Und gut nach Hause sind wir gekommen, wenn ihr dann diesen Film auf YouTube seht. Naja, und da wir ja den Weg kennen, brauchen wir gar kein Navi. Also auf jeden Fall ist die Insel Reichenau eine Reise wert. Aber nicht in der Hauptsaison. Naja. Das würde ich jetzt also nicht empfehlen. Lieber Nebensaison. Auch im Winter ist sehr angenehm. Bodensee ist immer schön. Ja, aber Hauptsaison ist halt sehr voll. Ja, das war's. Ja. Wir verabschieden uns. Ja. Wir hoffen, es hat euch gefallen, der kleine Ausflug auf die Insel Reichenau. Wir haben noch mehr Orte vor, am Bodensee zu dokumentieren. Über Kommentare freuen wir uns wieder. Wie immer. Ja. Vor allen Dingen, wenn sie nett sind. Über Abonnenten freuen wir uns auch. Und wenn ihr uns signalisiert, dass euch das Video gefallen hat, in Form eines Daumen hoch, freuen wir uns auch. Selbstverständlich. Wir freuen uns immer, wenn wir was Positives, eine positive Rückmeldung bekommen. Genau. Und in diesem Sinne machen wir Schluss. Tschüss. Ciao.